Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Tauschpaket-Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das Paket heute kommt von der lieben Laura. Das habe ich hier. Und ich verlinke dir unten in der Infobox mal ihren Instagram-Account. Sie ist nämlich eine Instagram-Bekanntschaft. Ich weiß es nicht. Wir teilen halt das gleiche Hobby und haben auch schon zu Weihnachten ein Tauschpaket gemacht. Und heute haben wir das Tauschpaket zum Thema Frühlingspflege und beziehungsweise die perfekte Frühlingspflege. Was ich ihr geschickt habe, beziehungsweise einen Teil davon, siehst du zum einen in meinem Rossmann-Haul, den ich online gestellt habe, aber auch auf ihrem Instagram-Account. Da wird sie dann auch noch die Teile soweit zeigen. Wie gesagt, schau unten mal in die Infobox, da steht alles soweit drin. Ja, und ich bin ganz gespannt, was sie mir so reingepackt hat. Und wenn du genauso gespannt bist wie ich, dann bleib einfach dran und dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und dann machen wir das Schätzchen doch einfach mal auf, oder? Ich bin wirklich gespannt. So, also, ja, das ist eine schöne Box und ich, bin einfach mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, warum da eine Zahl draufsteht. Das macht ja manchmal die Post, ne? Aber wir machen es einfach mal hier auf. So sieht das Paket von innen aus und da fällt mir doch mal direkt eine Karte in die Hand. Let it sparkle. Das ist von Bilou aus diesem Bilou-Set. Ich gucke mal, ob ich das vorlesen kann, aber ich denke schon. Hey Claudi, zu unserem Thema perfekte Frühlingspflege habe ich viele verschiedene Produkte für dich eingekauft, die ich entweder schon länger selbst gerade benutze oder es sind ein paar Produkte dabei, die ich erst für mich neu entdeckt habe. Ach cool. Diesen Eiko Wrap, oh jetzt hat die einen Spoiler gemacht, konnte ich noch bei DM für dich ergattern, damit du das ebenfalls mal ausprobieren kannst. Ha, den habe ich schon, muss ich aber noch testen unbedingt. Wenn ich mich schminke, dann eher dezent, ich weiß. Dafür benutze ich gerne die Palette und den Lippenstift. Oh, sie hat mir doch dekorative Kosmetik eingepackt. Oh, ich habe nur Pflege reingepackt, meine liebe Laura. Ich wünsche dir mit den Produkten ganz viel Spaß und bleib so, wie du bist. Liebe Grüße, Laura. Danke, Laura. Bleib du auch so, wie du bist und ich bin mal gespannt, was so deine Frühlingspflegetipps für mich sind. Sie hatte mir jetzt heute auch geschrieben, dass sie mir auch noch ein paar Produktproben mit reinpackt und sie wollte mir noch ein paar ausrangierte Pinsel zukommen lassen. Finde ich super, denn ich kann gar nicht genug Pinsel haben, denn bei mir ist es tatsächlich so, ich benutze Pinsel einmal und wasche die dann direkt. Und da ich nicht so gerne und so oft Pinsel wasche, habe ich irgendwann so relativ wenig Pinsel hier nur noch stehen und ja, die sind alle in der Wäsche und das ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass sie mir welche mit reingepackt hat. So, schauen wir mal rein. Oh, wow. Das nenne ich mal eine Reihe an Produktproben. Lancôme Advanced Genifique. Das habe ich tatsächlich als große Luxusprobe, wie auch immer, mal in einem Adventskalender drin gehabt. Das heißt, diese Probe werde ich mal anderweitig irgendwo mit dazu packen oder im Freundeskreis verteilen. L'Oreal Detox Maske Tonerde Absolue. Oh, das finde ich super. Da habe ich letztens auch noch eine andere, eine rote Tonerdemaske irgendwo mit drin gehabt. Auch geil. Gesund strahlender Teint, drei reine Tonerden und Aktivkohle. Und ja, das ist eine Detox-Maske. Das ist super. Ich stehe auf Masken. Dann hat sie mir hier von Garnier Wahre Schätze, das finde ich super, denn ich habe ja auch einiges von Garnier Wahre Schätze mit reingepackt, weil ich es gut finde. Schützende Pflegecreme ohne Ausspülen, Argan-Mandelcreme. Ach, das finde ich cool. Für sehr trockenes und widerspenstiges Haar habe ich. Und ich habe ihr das als Olive übrigens reingepackt. Das finde ich total super. Hiervon hatte ich auch mal eine Maske als großen Tiegel und fand die gut. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Eine Pflegecreme. Sehr gut. Dankeschön. Dann habe ich hier von Syos Reparatur Revolution. Ein Serum ohne Ausspülen für Styling, beschädigtes, koloriertes Haar. Gut, das habe ich nicht. Also ich style meine Haare nicht. Das Weiterwandern, denn ich habe kein koloriertes Haar und ich habe auch kein stylingbeschädigtes Haar. So, Eiko Infusions Hair Fresh Ups Perfume Sheets. Okay, das finde ich interessant. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktionieren soll. Die Marke Eiko oder Eiko-O kenne ich. Und das sollen dann tatsächlich Tücher sein, die dann wie eine Art Trockenshampoo sind und die Haare dann erfrischen. Bin ich gespannt drauf, werde ich auf jeden Fall mal austesten.
Apotheker, Entwickler, Kosmetik für das Gesicht, chronoaktive Fliege, Hyaluron, feuchtigkeitsspendende Creme mit Vitamin E, eine leichte Textur aus unserem Labor. Okay, das hat sie mir auch mit beigelegt, das kenne ich nicht, das werde ich ausprobieren. Elvital, L'Oreal, Öl Magique, ja, das habe ich in groß, das heißt, diese Probe wird auch weiter wandern. So, dann hat sie mir hier mit reingelegt ein Nose Strip von Valea, die kenne ich, die mag ich, die finde ich toll, werde ich benutzen, dankeschön. Für Kinn und Stirn. Aha, auch so von Valea, so Strips. Auch die werde ich benutzen. Vielleicht mal so aufs ganze Gesicht hier einen drauf, dann da und da. Irgendwann und überall ist alles sauber. Ja. Yeah. Und wenn alles nichts hilft, habe ich hier noch die Anti-Pickel-Patches mit reingepackt bekommen. Auch die sind super. Habe ich von Isana aktuell in Anwendung. Die sind auf jeden Fall ganz toll, da freue ich mich drüber. Dankeschön. Hier sind die angekündigten Pinsel. Vielen, vielen Dank. Also da sind tolle Pinsel dabei. Geil. Dankeschön. So, als erstes habe ich hier die Maske, die sie angekündigt hat. Das ist von Ico Infusions Thermal Treatment Wrap Detox and Balance Mask. Ich glaube, genau die habe ich und das finde ich richtig toll. Dann kann ich die tatsächlich auch endlich verwenden, denn ich habe sie bei mir im Schrank liegen und habe mir immer gedacht, nein, Claudia, das kannst du nicht machen. Das ist so eine tolle Maske und du freust dich da so drauf. Und jetzt habe ich sie das zweite Mal und ich kann sie jetzt auf jeden Fall verwenden. Freue ich mich. Dankeschön. Richtig cool. Ja, dass meine Haare strahlen können. Dann hat sie mir eine Pflegekur mit reingepackt von New. Die habe ich mir letztens selber geholt, weil ich die so geil finde. Sparkle on New Roses Pflegekur. Richtig cool. Also die riecht auch toll, Leute. Ich kann es wirklich immer nur wieder sagen. Das ist so ein tolles Produkt. Oh, die ist herrlich. Dieses Rosenduft. Dieser Rosenduft. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich drüber. Ist ein geiles Produkt, hoffe ich, denke ich. Jetzt habe ich es auf jeden Fall nochmal als Backup. Vielen Dank. Oh, das ist noch einer von ihren aussortierten Pinseln. Okay, damit kann ich leider auch echt nichts anfangen. Wake Up von Essence, das ist so ein... ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich auch so ein Konturierpinsel, ne? Aber ich konturiere so wenig, also den kann ich dann auch nicht so verwenden. Ich werde den in der Familie mal weitergeben. Hier ist ein Lippenprodukt von Birds and Bees mit drin. Ach, das sieht ja mal hammergeil aus. Was ist das? Intensive Farbe trifft auf 8 Stunden Feuchtigkeit. Wow. Weiches Satin-Finish, 100% natürliche Inhaltsstoffe. So sieht der aus. Dieses Wabenmuster hier ist ja echt extrem cool, ne? Wow. Richtig cool. Das ist die Farbe 501 Blush Basin. Das ist ein schöner Nude-Ton. Oh, der riecht auch gut. Meine Damen und Herren, ist der hübsch. Boah, ich habe hier noch einen Swatch von eben, da habe ich mich mit euch zusammen geschminkt. Oh, ist der schön. Das ist eine schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Laura, das ist toll. Ich möchte den drauf machen. Liebe Jana, dein Spiegel kommt zum Einsatz. Oh, der lässt sich sanft auftragen, der gleitet richtig über die Lippen. Boah, Wahnsinn toll. Oh, ich will mir noch 100 Schichten drüber machen, ey. Oh, der fühlt sich so schön pflegend an. Danke, 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 Laura. Boah, der ist geil. Der ist echt schön. Wow. Vielen, vielen Dank. Der ist cool. Der gefällt mir. Das ist, oh, Satin Finish, ne? Also das ist wirklich wie Satin auf den Lippen. Danke. Von Glisskur, beziehungsweise von Schwarzkopf Glisskur. Hair Repair, Hyaluron, Haarfüller plus Soforthilfe Intensivkur. Das ist cool. Für trockenes und dünner werdendes Haar. Das ist schön, das gefällt mir. Vielen Dank. Das ist mal, wenn man wirklich ganz, 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 ganz schlechte Haare hat, wenn man einen ganz bösen Bad Hair Day hat, dann kann man sich diese Kur nehmen und dann ist alles wieder schön. Danke, das ist toll. Gefällt mir. Glisskur ist auch eine Marke, die ich echt gerne mag. So, ich sehe zwei Masken. Da habe ich einmal die Balea Honig, Milch- und Honigmaske für gestresste Haut. Das ist super. Gestresste Haut habe ich echt öfters. Gerade jetzt so, wenn ich die Sonnenallergie-Schübe habe oder so, kann ich das sehr gut gebrauchen. Danke, danke. Sparkle and Shine, eine Peel-Off-Maske, reinigt Poren tief und klärt das Hautbild mit Bergkristall und ist schimmernd für normale und Mischhaut. Ich glaube, die habe ich schon. Wenn ich die habe, dann werde ich die weitergeben. Ansonsten werde ich die verwenden. Coole Sache. Peel-Off-Masken finde ich sowieso ziemlich interessant, weil die so geile Sachen teilweise mit der Haut machen. Wahnsinnig toll. Dankeschön.
Oh super, von Balea ein Avocado- und Honigreinigungsschaum. Milde Reinigung mit Honig und Avocado-Extrakt für normale und trockene Haut. Das ist eine sehr, sehr milde Reinigung und das finde ich super toll, dass du mir die mit reingepackt hast. Passt auch sehr, sehr gut zum Frühlingsthema, jedenfalls für mich, weil Frühling bedeutet für mich auch immer so ein bisschen, meine Haut geht echt irgendwie steil, also das ist der Wahnsinn. Oh, der riecht frisch, aber angenehm frisch, nicht säuerlich frisch. Ah, das ist, weil du diesen Honig da auch mit durchriechst. Das ist sehr, sehr angenehm. Dankeschön. Ich habe den in einer anderen Version, aber den hier werde ich jetzt im Frühling verwenden. Danke, das ist cool. Ha, von Bilou. Daisy Hands, der pflegende Handschaum. Ja, den hatte ich schon mal. Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich mochte den Geruch überhaupt nicht. Das heißt, der hier wird auf jeden Fall weiter wandern. Tut mir leid, aber damit kann ich leider nicht viel anfangen. Den mag ich nicht so gerne. Noch eine Intensiv-Repair-Kur von Gliss-Kur. Ein Lippenpflegestift von Essence. Soothing. Nee, ein Lip-Peeling with Arganöl. Ach, guck mal. Kissing me softly. Das ist ja geil. Ja, im Sommer oder im Frühling möchte man ja auch wieder optimale Lippen haben. Eigentlich möchte man das die ganze Zeit, aber jetzt durch die Sonne und so, werden die Lippen auch noch gestresster. Und ja, vielleicht hat man sogar Sonnenbrand auf den Lippen, ne? Und dann kann man, also jetzt nicht, wenn man den Sonnenbrand hat, sondern danach, wenn das alles übel aussieht, ne? Schön, so ein Lippenpeeling und alles ist geritzt. Dankeschön, geiles Produkt. Freue ich mich drauf, das zu testen. Also ich kann mir das gar nicht... So sieht das Lippenpeeling. Oh, das riecht aber gut nach Honig. Ui, also es ist einfach so ein Lippenpflegestift. Und da ist ein Peeling drin. Aha. Also ich fühle jetzt keine Peelingkörner so, wenn ich so mache. Ist einfach wie ein Lippenpflegestift gefühlt. Ja, ein Produkt, was bei mir nicht so gut aufgehoben ist, das ist von Rival de Loop Young Perfect Manicure Helper. Ja, ich habe Gelnägel. Ich brauche sowas nicht. Das ist nicht so mein Fall. Also da muss man wohl irgendwie seinen Finger reinlegen und kann das dann besser... Genau, also du steckst den Finger dann so rein, dass dein Fingernagel dann halt oben übersteht und kannst ihn dann halt so... mit Nagellack belacken. Oh ja, das hier gehört nämlich zu der Kur von New. Und zwar ist das Galaxy Girl ein Pflegebooster. Und den macht man sich in die Haarkur mit rein, indem man das hier oben im Deckel mischt. Mega gut. Dankeschön. Werde ich ausprobieren. Ich habe nämlich gesehen, dass das irgendwie in den Glowboxen auch irgendwie mit drin war. Oder in den Glow Bags. Ich weiß nicht, wie genau das heißt, ne? In diesen Giveaway-Bags. Und war schon ein bisschen neidisch und hätte das auch ganz gerne gehabt. Geile Sache, Dankeschön. Das freut mich. Hi, ein bisschen Glow-Feeling. Noch eins. Guck. Yay! Doppeltes Glow-Feeling zu Hause. Ja, die habe ich auch schon von Essence Time to Wake Up. Eine Hyaluron-Boost-Maske. Das heißt, weil ich die schon habe, wird die auch weiter wandern. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also, ne? Kann ja keiner wissen, was ich alles hier in meinen Schränken drin habe. Es ist manchmal so viel, das weiß ich dann selber gar nicht so genau. Und dann kaufe ich mir selber Sachen doppelt und denke mir dann nachher, Mist. Von Triacle Moon hat sie mir hier eine Soft Watermint Rain Duschcreme mit reingelegt. Ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. Ja gut. Ich liebe Triacle Moon, weil da auch immer so unfassbar süße Geschichten draufstehen. Oder Sprüche, ich weiß es nicht. Nee, das riecht mir zu minzig. Also ich muss mal im Hochsommer gucken, ob ich dann den Geruch mag, aber Stand jetzt mag ich den Geruch nicht. Schade. Bin eher ein Fan von der süßen Fraktion. Das finde ich witzig. Sie hat mir eine Fußmaske von Balea mit reingelegt. Ja, Schätzelein, du hast von mir eine Fußmaske von Isana reingelegt bekommen. Die aber eher ein bisschen, also ja, Pflege, ja, aber indem sie deine Hornhaut runternimmt. Ja, genau, aber ich habe jetzt hier so eine und das finde ich auch super. Werde ich demnächst auch verwenden. Habe ich auch schon mal verwendet, ist ein gutes Teil. Das mache ich mir über Nacht drauf und ziehe mir dann Baumwollsocken drüber. Das ist mit Babassu und Macadamia-Nussöl, Mensch. Und macht wirklich samtweiche Füße. Dankeschön. So, das vorletzte Produkt ist jetzt hier schon in meiner Hand und zwar von Diadermin Nummer 110, ein Hochleistungspflegeöl. Ach, großartig. Glättend, nährend, verschönernd. Hautverschönerndes, nicht fettendes, das finde ich auch gut. Pflegeöl für Körper und Gesicht. Mega geil.
Ich benutze wirklich sehr, sehr gerne Öle. Gerade jetzt so in der Zeit, wo es meiner Haut nicht so gut geht, verwende ich wirklich nur ein Gesichtsöl und eine Tagespflege oder ein Gesichtsöl und eine Nachtpflege. Und aktuell verwende ich die von Neutrogena, weil ich da als Produkttesterin mit dabei bin. Und das tut mir so gut. Natürlich, durch das Öl kriege ich so vielleicht mal ein bisschen Unreinheiten oder so, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, meiner Haut geht's gut, was die Sonnenallergie angeht. Ist das nicht schön? Das sieht aus wie ein Parfümflakon. Mega schön. So schön rosé und ach, wir riechen mal dran. Es riecht total sanft und überhaupt nicht stark parfümiert. Also ganz, ganz sanft. Boah, da freue ich mich richtig drüber. Vielen, vielen Dank. So ein geiles Produkt. Also das ist mein absolutes Highlight hier gerade. Von Catrice hat sie mir eine Professional Make-up Techniques Face Palette mit reingelegt. Das ist ja mal richtig cool. Die habe ich schon ein paar Mal in den Händen gehabt. Habe sie auch tatsächlich, ich glaube, zweimal insgesamt schon besessen. Eine habe ich an meine Stiefmama gegeben und eine habe ich, glaube ich, mal an euch verlost. Und Leute, aller guten Dinge sind drei. Und wenn die Produkte dann wieder zu mir zurückkommen, beziehungsweise auf diese Art und Weise mich wieder erreichen, dann werden sie verwendet. So, habt ihr jetzt davon. In dieser Palette haben wir ich glaube, Creme-Highlighter sind das, ne? Das müsste ein Puder sein. Das sieht mir nach einem schönen Highlighter aus. Das sieht mir nach einem Blush aus, aber sehr intensiv. Das scheint zwei Kontur- oder auch Bronzing-Puder zu sein. Und das ist entweder ein ultra dunkler Highlighter-Ton oder ein sehr schöner Lidschatten. Und da die Palette jetzt tatsächlich bei mir bleibt, werde ich jetzt den ein oder anderen mal swatchen. Krümmelig etwas, aber ich bin jetzt auch ein bisschen hart reingegangen. So sehen die Produkte dann aus und das ist doch wirklich ein Highlighter, ne? Kann ich mir aber auch sehr gut auf dem Auge einfach vorstellen, als schönen Augenton. Doch, der Highlighter gefällt mir richtig gut, der wird sehr, sehr gut zu mir passen. Der ist ein bisschen gelbstichig, aber der wird gut funktionieren. Also das ist dann ja der hier. Ja, ich freue mich, die auf jeden Fall auszuprobieren. Ja, liebe Laura, vielen, vielen Dank. Coole Produkte, gerne wieder, wie auch beim letzten Mal. Mega, mega toll. Hast weitestgehend meinen Geschmack getroffen, aber ich meine, wir kennen uns ja nicht persönlich. Irgendwann werden wir uns garantiert persönlich kennenlernen, aber ja, deswegen konntest du manche Sachen einfach auch nicht wissen. Für mich absolut geil ist auf jeden Fall die Diadermin-Geschichte, dieses mega geile, krasse Öl und dieser Lippenstift. Wahnsinnig toll. Also das sind so die Sachen, über die ich mich am meisten heute freuen darf. ja, ich hoffe, dir gefällt auch mein Päckchen. Ich bin ganz gespannt und werde es auf jeden Fall verfolgen und werde dich verfolgen. Ich werde dich verfolgen. Nenn mich Stalker. Nein, vielen, vielen Dank für die lieben Worte auch in der Karte. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!